Ja Leute, willkommen zurück zu Max Payne 2. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind ja glaube ich hier irgendwo mal gestorben, haben jetzt erlebt, wie Max Wohnung mehr oder weniger infiltriert worden ist und schließlich sogar verbrannt worden ist. Jetzt sind wir wahrscheinlich obdachlos. Was die Waffen betrifft, ja, wir könnten bereits zwei Ingrams haben, aber ja, okay, scheiß drauf, nehmen wir mal beide, ist egal. Da ist wieder die Milf, glaube ich. Ja, sie sagt im Deutschen, wie gesagt, wir sind ein hübscher junger Mann und nicht ein netter junger Mann. Ja, warum sie das hier so, nennen wir es mal, schlampig übersetzt haben, verstehe ich eh nicht ganz. Aber egal. So. Ja, wie gesagt, wie alt Max eigentlich ist, weiß ich selber nicht. Ich schätze mal, er wird so ungefähr 40 sein. Vielleicht ist er auch etwas jünger. Ach so, das... Hoppala. Ja, ich kann das leider nicht überspringen, glaube ich. Oder? Ach doch, mit Enter kann ich es überspringen. Sorry, dass man das jetzt gehört hat. Ja. So. Das können wir, glaube ich, auch. Aber das spielt ja keine Rolle. Das war nur das Telefonat, das wir mit Winterson, glaube ich, geführt haben. So. Und gleich tot. Okay, das war eigentlich ganz gut geschossen, Kumpel. Mehr oder weniger. Ja, der Vorteil ist an diesem Spiel, man kann so übelst schnell ballern. Moment mal. Okay, nee, wir bleiben bei der normalen Pumpgun. Die ist aus nächster Nähe ganz gut. Leider können wir in die anderen Apartments nicht rein. Wow, Cola. Ja, so ein Automat ist ganz nice. Wow. What the fuck, was ist denn passiert? Wow! Ja, kommt schon, ihr Pisser. Achso, die können sich tatsächlich gegenseitig abknallen. Wie geil ist das, Leute, ganz ehrlich. Ja, dann nehmen wir wieder die Ingram. Jetzt haben wir doch etwas mehr Muni. Die Frage ist nur, sollen wir nach unten oder nach oben? Okay, nach unten können wir gar nicht. Das heißt, wohin müssen wir eigentlich? Ich weiß es ja nicht. Nein! Müssen wir mehr oder weniger Mona nach? Ich weiß es ja nicht. Ja, rausschneiden, wie gesagt, werde ich das nicht. Ich werde, wenn es große Sprünge sind, ja. Ja, ich weiß. Ich find's ja genial, wir sind eigentlich schon meterweit weg von ihr und sie redet da einfach, als ob wir neben ihr stehen würden. Und leider gibt es dafür keine Errungenschaften, wenn man mit der quatscht. Ich spiele das Ganze ja über die Steam-Version. Ich weiß nicht, ob es hier generell Errungenschaften oder sowas gibt. Aber, ja. Falls die Frage im Raum steht, ob mich das nicht stört, dass ich das extra wegdrücken muss, solange es euch nicht stört, ist es mir persönlich eigentlich relativ egal. Okay, das war gut geschossen. Das war verdammt gut geschossen. Nee, ich will nicht... Ich habe ja nur... Ja, es hört sich so blöd an, wenn ich es so sage, aber ich habe ja nur diese paar Schuss. Dann werde ich die Kalaschnikow sicher nicht gleich verbrauchen. Okay, den ersten habe ich gleich erschossen. Das war gut. Ja. Das war gut. Ja. Moment. Ja, zuerst einmal heilen. Und ja, ich würde sagen, speichern wir. Ja, ich verspreche es, nach diesem Part werde ich nachschauen, wie das Schnellspeichern hier vor... Nein! Aber Gott sei Dank haben wir abgespeichert. Mhm. Nochmal. Merkt ihr es? Wir treffen nicht einmal genau, aber die Shotgun hat so einen guten Input, oder wie man das nennt, dass wir automatisch mehr oder weniger ganz gut treffen. Man muss ja bedenken, die Pumpgun hat ja einen Streuschuss. Was ja auch schon mal eine gute Sache ist. Ich kenne mich jetzt mit Waffen nicht gut aus, aber ich sage jetzt mal, das weiß eigentlich jeder. Und dass es hier so keine Ingame-Geräusche gibt, also keine richtige Ingame-Musik, ja, fehlt mir etwas. Können wir da nichts machen? Shit. Aber wir können das einfach wegräumen. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Ich weiß ja nicht immer, wo wir eigentlich hinfahren. Ganz ehrlich, ja, wir haben eh genug Painkiller. Benutzen wir noch einen. Wow, 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 wow. Und ich hoffe, es stört nicht, dass man die Maus hört. Ich habe noch immer nicht direkt herausbekommen, wie man eigentlich die Geräusche wegrendert. Ist das ein Penner? Sorry für den Ausdruck, aber...
clean. Right. Any other way out? Up the roof, maybe. With the pit. Müssen wir dem jetzt nach? Moment, ich speichere mal eben. Ja. Ja, aber ich weiß, dass es eine Quick-Save-Taste gibt, aber wo die jetzt genau ist, weiß ich nicht. Oder welche, besser gesagt. Okay, so ein typischer alter, versoffener Typ, der... Ach so! Ich dachte, ich... Hä? Ich dachte, der führt uns jetzt irgendwo hin, wo wir hin müssen. Ja, das war jetzt mein, nennen wir es mal, Fehler. Wir sind jetzt hier rausgekommen. Und da scheint es eh nicht weiter zu gehen. Ja, dann gehen wir mal hier. Der legt sich jetzt einfach mal auf die Matratze schlafen. Ja, ja. Basement. Alles klar. Und hier wird es bestimmt wieder gleich Ballerei geben. Night. It's a late goodbye. Hey, hey! NYPD. I need the code to the 7th floor door. Sure, sure. I know it. I know it. Wait. Oh, yeah. 667. Neighbor of the beast. Get it? Yeah. I get it. Okay. You stay here. Eigentlich sagt er auf Deutsch, des Teufels Nachbarn kapiert. Also, warum Beast verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, aber... Das heißt, wir müssen jetzt zur Apartment 667. Ja, die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Müssen wir das jetzt manuell suchen? Moment mal. Warum ist hier eigentlich ein Spalt? Kann ich da... Achso, das ist einfach nur eine Ding, oder? Ja, okay, das ändert nichts. Ja, vielleicht hätte man durchbrechen können mit der Pumpgun. Gibt ja manche Spiele, wo man wirklich durchballern kann. Okay, das war jetzt eigentlich mehr Dusel, wie man so schön sagt. Dusel als Verstand, ne? Kalaschnikow, ja, die, da warten wir noch etwas. Ja, wo ist denn 667? Wo ist denn das? Ich habe ja keine Ahnung. 667, ich meine... Da auch nicht, da auch nicht. Wo ist 667? Irgendwie voll dumm, wenn man drüber nachdenkt. 2? What the fuck? 3? Müssen wir einfach zu 6 hoch, oder wie? Wollen die mich verarschen? 3? Da geht's auch nicht weiter. Ach so, die Zugangscodes meinte er. Nicht die... Türnummer, weil hier stehen ja keine Türnummern in dem Sinne. 667 meinte er. Das ist ja eine Kombination, oder? Ja, nur wo gebe ich die ein? Also, das ist ja die Frage, wo gebe ich die jetzt ein? Also, ich habe mir eingebildet eigentlich... ach ja, hier, genau. Ja, alles Paletti. Okay, hier scheint es momentan nichts zu geben, deswegen speichern wir mal. Ja, mitten unter einer Ballerei zu speichern, ist ja mehr oder weniger eigentlich dumm. Hoppala. Wieso? Warum eigentlich? Ja, dass ich jetzt geballert habe, das war ein Fehler. Ich wollte ja nicht gar nicht ballern, aber... Ja, Max ballert alles nieder, was ihm gerade nicht in den Kram passt. Okay, wer wohnt hier? Auch wieder so eine olle Tante, die... Ihr wisst schon, was will. Ah, Painkillers. Jawohl. Wir haben ganze 7 Stück, das heißt Komplettheilung. Weil es eh egal ist. Hier kann er wenig weiter. Ui, ein großes Esszimmer würde ich jetzt... Ah! Ja, vielleicht bringe ich das mit der Bullet-Time-Kombi irgendwann mal hin. Sorry, eigentlich macht das Spiel am meisten Spaß. Okay, Pizza, das dürfte jetzt eine Thunfischpizza sein und das hier, ja, würde sagen Margarita, so langweilig wie die aussieht. Mhm. Ach, cool. Einfach so mal was im Schrank haben. Sniper Rifle Ammo, ja. Wow, ich dachte schon, jetzt würde ich runterfallen, ganz ehrlich. Ja.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das damals mit dem Xbox-Controller gelaufen ist. Also echt krass, muss ich schon sagen. Komme ich da so rüber? Fakt ist Tatsache. So. Ja, Fakt ist eine Tatsache, davon abgesehen. So. Moment mal. Achso, ich muss da runter, oder? Ja, okay, das tut... Wow! Wo ballert denn einer? Hä? Wo? Ach, da unten ist einer. Ja, komm nochmal her, Kumpel. Ja, eigentlich ist er total kontraproduktiv. Mit der Pumpgun, aber er, glaube ich, schießt ja auch mit der Pumpgun, also kann ich ihn auch erledigen. So, nochmal Heilung. Oh Mann. Das war irrsinnig knapp, Leute. Ganz ehrlich, wir wären fast gestorben. So. Ja, nur wie komme ich jetzt da rüber? Oder müssen wir da gar nicht rüber? Ach so, muss ich da... oh Mann, das ist... Ja, an der Stelle, glaube ich, bin ich damals sogar ein paar Mal gestorben, wenn mich nicht alles täuscht. Weil das ist echt dämlich zu finden, wenn man es nicht weiß. Speichern wir nochmal. Ja, bei solchen Spielen bin ich echt... Scheiße, sagen wir es mal so. So. Ja, so typisch eingerichtete Wohnzimmer. Also mehr bräuchte ich eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. The explosion in my apartment had started a fire. The flames couldn't burn away my past. They only made the shadows behind me leap higher. I had to get down to the street. Ach so, jetzt müssen wir auf einmal auf die Straße runter? Wieso das denn bitte? Ich meine... Hä? Worum ging es eigentlich jetzt? Ja, das sollte man in diesem Spiel tatsächlich nicht so sehr hinterfragen, weil es ist eigentlich unlogisch. Ich kann mich verstecken. Warum sagt er, ich kann mich nicht verstecken? Okay, da hat einer eindeutig eine Granate oder sowas benutzt. So, jetzt warte ich, bis er sein Paar... Ja, ich wollte mich eigentlich mal eben heilen, aber der hat es mir einfach nicht erlaubt, der Pisser. Sorry für den Ausdruck. Ich soll runter auf die Straße, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, leider ist die Ingram Money relativ schnell verbraucht. Das pisst mich persönlich etwas an. Sag ich ehrlich, wie es ist. Aber was soll ich machen? Das ist leider so. Wer klopft denn da? Ach so. Ach, der alte, versoffene Typ da. Mhm. I owe you one, I owe you one. I must complain you. Oh Mann, ja, man kann dem zuhören. Interessiert mich jetzt allerdings gerade nicht. Ich könnte ja nicht direkt rausrennen, oder? Da war doch jetzt gerade eine Frauenstimme. Egal, egal, wir gehen direkt raus. Oh, the sons of bitches have locked the door. You coming to my rescue? Something like that. You need to get out. You could probably get out through a window on the third floor, if you can kill the flames. A girl's gotta protect herself. Oh Mann, das heißt... I'm Violet. Violet, baby. I'm your man. In your dreams, Juicehead. You gotta get me out of this. Your place or mine. Wieso hat der jetzt auf einmal Knarren? Hey, I was talking to Handsome here. Ja, das ist, glaube ich, eine Nutte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. I feel a lot better now that you're here. Rennt die mir nach, oder wie? Ich meine, ich weiß, dass ich zum Anbeißen bin, aber... Baha! Nein! Hm. Boah, ey. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt etwas vergessen. Pappelchen Shotgun? Ja, bleiben wir mal bei dir, was eh egal ist. Ich hatte ehrlich gesagt vergessen, dass wir gerade einen... Ach so, der Pisser da hinten trifft mich.
Nein, der hat mich gleich. Ja, eine Granate, Alter. Willst du mich denn verarschen, Kumpel? Ja. Ja, also ich verstehe nicht, warum das Spiel quasi geschnitten ist. Ja, in der Original-PlayStation-Version, die ich damals gespielt habe, hat man wirklich die das Blut und alles gesehen. Was ich jetzt persönlich nicht ganz nachvollziehen kann, warum das jetzt gerade nicht so ist. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Ich kann es ja leider nicht ändern. Achso, dann rennt Mona ja auch noch rum. Ja, der versoffene Typ. Juice Head heißt eigentlich was anderes. Also sie sagt eigentlich zu ihm, dass er eine Saufnase ist oder wie man das auch immer nennen will. Hey, Violet. Violet, glaube ich, hieß die, ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir hier mal ab, weil nicht, dass wir hier wieder verrecken. Was? Nein! Ja, das sind einfach viel zu viele. Das ist das Problem. Was haben wir eigentlich noch für Waffen? Haben wir schon Granaten? Nee, natürlich nicht. Oder? Wir haben Granaten, aber ich weiß nicht, wie man die benutzt. Glaube ich zumindest. Ja, dann benutzen wir mal die Kalaschnikow. Ah, das waren noch nicht alle, aber so gut wie alle. Jawohl. Haben wir die beiden jetzt beschützt? Oder zumindest eine davon? Ja. Beide. Wir sind immerhin Max Payne. Ja, nehmen wir wieder die Ingram. Ja, ich sollte hier normalerweise wieder speichern, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock. Sehr gut. Verfolgen mich die jetzt? Also ich bin ja Cop, aber trotzdem. The gas valve was in the utility room. Hier kommen ja doch bestimmt wieder irgendwelche Spießer. Ich wollte jetzt das Schimpfwort nicht benutzen, deswegen habe ich jetzt absichtlich Spießer gesagt. Ach so, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Abgesehen von den Spinden durchsuchen. Oh ja, Painkiller braucht man eh immer. Ja, das ist eindeutig eine Nutte. Aber wie sie die körperlichen Details hier schon hatten, ganz schön gut, ne? With the gas turned off, the fire on the third floor was no longer a problem. Ah! Okay, ja, dann speichern wir gleich nochmal ab. Also wir müssen jetzt nochmal in den dritten Stock. Okay. Alles klar. Ja, das packen wir noch in diesem Part, ganz ehrlich. Der dritte Stock. Ja, die Kalaschnikow ist tatsächlich eigentlich die bessere Knarre. Jawohl, ballet ihn ab. Jawohl, ihr seid ja echt. Du schießt mir nein, nein, nein. Du lässt Violet in Ruhe. Ja, ich habe nicht das Recht darüber zu entscheiden, aber das war jetzt verdammt gut, ganz ehrlich. Ja, das war jetzt gutes Teamwork. Kann man echt nichts sagen. Jawohl, wieder ein Haufen Money oder zumindest einiges. Ja, dann fahren wir mal in den dritten Stock, würde ich sagen. Tschüss, Kinder. Oder fahren die mit? Ich weiß es ja nicht. Ach so, der funktioniert nicht. Ja, war ja zu erwarten. Ja, lass mich durch. Ja, war ja zu erwarten. Gut, dann müssen wir in den Stock laufen. A3. Das war jetzt der erste. Dann der zweite. Und das müsste jetzt der dritte Stock sein, oder? Möglich. Nur wo bin ich hier gekommen? Also ganz ehrlich, eigentlich von hier, oder? Nee. Also die hatten wir wirklich nach, die beiden. Dass ich so eine Nummer bin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise scheint die Tür... Das war doch der dritte Stock jetzt, oder? Kapier ich jetzt gerade nicht. Nee, dann bin ich doch falsch. Die leben definitiv schon länger, als der Mike es getan hat. Ja, da gehen wir halt noch einen Stockwerk hoch. Aber da komme ich ja schon... Hier vielleicht? Nee. Und da ist... Nee, wir waren, glaube ich, schon richtig, aber die Frage ist nur, ich habe die Tür nicht gefunden. Oder müssen wir da quasi wieder irgendwo einsteigen? Ja, immer die richtige Tür finden ist nicht gerade meine Stärke, wie man sieht. Komm schon. Das wird doch hier irgendwo sein.
Ja, wie gesagt, normalerweise leuchten ja die Türen. Ja, ich weiß, da war. Ach, da war ein Painkillers? Cool. Habe ich gar nicht gesehen. Nee, auch nicht. Alter, wo ist denn unsere Wohnung? No trespassing. Achso, der Lift funktioniert ja nicht. Aber wir müssen. Hoppala, das war mein. Ja, das war mein Stoppuhr-Handy. Sorry. Scheiße. Ja, wo? Das ist ein Fenster? Wollen die mich hier eigentlich verarschen? Es gibt ja nicht mehr so viel Auswahl, möchte ich jetzt mal behaupten. Und hier ist definitiv. Wir müssen aber nicht wieder irgendwo bei einer anderen, nennen wir es mal, einsteigen über die andere Wohnung, oder? Ja, sowas ist immer extrem, muss ich schon sagen, anstrengend. Ja, anders geht's wahrscheinlich nicht. Aber hier kommen wir auch nicht rein, oder? Nee. Ja, was soll ich machen, Leute? Beim Fenster raus und dann wieder rein. Ja, dann war das jetzt ein Zufall, dass ausgerechnet hier. Ja, es ärgert mich gerade etwas, ganz ehrlich, weil. Wo muss ich denn. Wo muss ich denn hin, Freunde? Noch dazu. Es gibt aber auch keine Hinweise, also nichts für ungut. Normalerweise wäre das irgendwie markiert oder scheint hervor oder so. Ja, Leute, ich werde das offscreen mal eben suchen. Ich hab gerade keine Ahnung. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eventuell ein Like und einen Kommentar. Oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Max Payne 2. Bis dahin.